Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, ihr habt lange nichts mehr von mir gehört. Es lag daran, ich habe leider einen kleinen Arbeitsunfall gehabt. Konnte nicht mehr wirklich laufen und wenn man nicht laufen kann, kann man auch nicht solche Subwoofer hier schleppen oder irgendwie Lautsprecher oder geschweige andere Sachen. Allein schon dieses Hin- und Herlaufen macht es wirklich sehr, sehr schwer und dann habe ich gesagt, nee, ich mache jetzt erstmal eine kleine YouTube-Pause und danach bin ich auch noch in den Urlaub gewesen und ja. Jetzt bin ich wieder zurück, ich werde jetzt wieder richtig aktiv bei sein. Ich habe viele Projekte, viele Sachen, die ich euch vorstellen möchte. Und wie gesagt, darauf könnt ihr euch natürlich freuen. Heute habe ich euch den SDS-12 mitgebracht von Sunfire. Das ist ein Top-Subwoofer, Mega-Subwoofer. Warum ich mir den ausgesucht habe, das werde ich euch jetzt erzählen. Ich habe mir den SVS, also SVS 2000 Pro gekauft. PB 2000 Pro, also der offene. Werde ich mal kurz einblenden. Ich habe versucht natürlich ein Video zu machen, aber aufgrund, da ich einen Arbeitsunfall gehabt habe, funktionierte das nicht. Deswegen habe ich das Video abgebrochen. Schade aber auch. Ich war mit diesem Subwoofer nicht zufrieden. Viele Faktoren. Irgendwie hatte ich... er kann tief, trotz DSP-Einstellungen. Ich habe wirklich versucht, das Gerät richtig einzustellen, aber irgendwie bin ich nicht auf den Nenner gekommen. Ich habe alles versucht. Was mir fehlte, war die Präzision. Also irgendwie klang er schwammig, er konnte tief, er konnte auch Pegel, aber irgendwie hat mir da was gefehlt. Ich habe alles versucht, also ich habe wirklich hin und her habe ich versucht, da die Einstellung zu finden, aber das hat nicht funktioniert. Dann habe ich gesagt, ja komm, der geht weg. Dann habe ich mir den Magnat CS12 gekauft. Ich werde den mal kurz einblenden. Das ist ein wunderbarer Subwoofer, sieht auch optisch mega geil aus, die Sicke ist vernäht, kommt mega tief, Präzision ist top. Allerdings, Preis ist hoch, ich habe dafür 1000 Euro bezahlt, also UVP sind 1000 Euro. Und für das Geld hat man auch große Erwartungen. Er macht auch wirklich alles gut, aber irgendwie hat dann doch irgendwie dieser Punch auf der Brust, hat mir dann doch gefehlt. Und war damit auch nicht wirklich glücklich. Und dann habe ich gesagt, ach komm, ich rufe mal den Oliver Kohlgraf an, also Tele Kohlgraf. Den werde ich mal kurz einblenden. Von dem habe ich das Gerät. Ich so, hör mal Olli, ich habe ein Problem. Ich brauche einen neuen Subwoofer. Der sagt jetzt mir, ja, teste doch mal die Sunfire. Sunfire ist ein guter Hersteller für Subwoofer. Die bauen nur Subwoofer, also die sind spezialisiert für Subwoofer. Und habe ich mir die Daten angeguckt. Wir haben hier einen Aktivtreiber mit einem Passivmembran. Wir haben hier, also 28 Hertz kommt der tief. Werde ich euch später auch nochmal richtig erklären, wenn ich den Subwoofer hier ausgepackt habe. Und dann habe ich gesagt, ja komm, ich schicke mir diesen Subwoofer mal zu und werde den mal testen. Als das dann hier geklingelt hat, einen Tag später oder zwei Tage später, war ich erstmal baff. Habe mir gesagt, oh, eine kleine Kiste. Habe das Ding hochgehoben. Ich so, ist da überhaupt was drin? Ja, 17 Kilo. Das war doch relativ leicht und habe das ausgepackt. Sogar meine Frau hat gesagt, hör mal Marco, was hast du denn da gekauft? Was ist das wieder für ein Spielzeug? Ja? Der hat gesagt, damit wirst du nie zufrieden sein. Ich gesagt, ja, was soll ich machen? Auspacken und dann haben wir den mal getestet. Wir haben den getestet, wir haben eigentlich relativ kurz mal eingestellt, dann habe ich mal losgelegt. Ich habe meine Frau angeguckt, die hat mich angeguckt und die hat gesagt, hör mal, boah. Für so eine kleine Kiste ordentlich. Aber dazu werde ich später noch was sagen. Ja. Also, das, wie gesagt, erzeugt so einen kleinen Aha-Effekt, muss ich auch dazu sagen. Also, Sunfire hat es wirklich, wirklich drauf. Klein. Der wird aber auch in den YouTube-Videos, die es zurzeit gibt, über diesen Subwoofer hochgelobt. Ja. Dann würde ich sagen, packe ich den jetzt mal aus im Schnelldurchlauf. So, da sind wir wieder. Ich habe jetzt kein Unboxing gemacht, weil da ist nur die Kiste drin, da ist nicht wirklich was bei. Eine Bedienungsanleitung und ein Stromstecker und das war's. Ja, Thema heute, wir werden das Ding natürlich vermessen. Ich habe hier das UMIG. Wir werden den Subwoofer einmal durchmessen. Ich werde euch den Subwoofer jetzt mal zeigen. Verarbeitungstechnisch gibt es hier nicht viel zu sagen. Ist foliert, also auch hier keine scharfen Kanten. Es ist alles relativ, ich sage jetzt mal, gut verarbeitet. Gehäuse ist aus MDF, relativ robust. Die Blende werde ich jetzt mal abnehmen. Die ist allerdings genoppt, was ich doch relativ schade finde. Wir haben hier so vier so Nöppel und ja, wird draufgesteckt, also nicht magnetisch. Hat aber auch den Vorteil, dass es wirklich bombenfest sitzt, also da klappert nichts. Und das Ganze ist aus MDF, also wir haben hier aus, die Verblendung ist aus Holz.
und nicht aus Plastik. Mir gefällt Plastik überhaupt nicht und das finde ich halt gut, dass die Hersteller hier auf MDF wählen. Ja, genau. So, dann haben wir hier noch das Logo von Sunfire. Und hier haben wir das 30er aktive Chassis. Relativ hart aufgehängt, also es ist nicht weich, also man muss sagen, es ist schon sehr hart. Ja, ich werde das Ganze jetzt mal umdrehen. Einmal zur Seite. Und da haben wir... Ihr seht schon, ich kann das ganz einfach hier am Tisch machen. Und zwar muss ich nicht dafür aufstehen, also dementsprechend ist er auch nicht so schwer. Hier haben wir das, also hier haben wir den Passivradiator, also das passive Chassis. Und auch relativ hart aufgehängt. Also da kann man schon sehen, dass hier wirklich ordentlich Bums hintersteckt. Also richtiger schöner Druck. Angegeben ist das Subwoofer mit 28 Hertz. Wir werden das Ganze jetzt mal messen. Einmal direkt am Subwoofer, also sprich, wir messen den reinen Subwoofer und auch einmal am Hörplatz gerne. Und dann gucke ich mal, wie tief der Subwoofer mit Room Gain kommt. Ich vermute so um die 25, vielleicht auch so kratzt er so um die 20 Hertz in meinem Raum. Ja, dann werde ich das Ganze mal umdrehen. Also wie gesagt, Verarbeitung ist auch hier top, alles schön eingelassen. Wir haben hier Spikes mit Gumminüppel, also das ist auch dabei. So, hier haben wir einmal die Lautstärke, hier können wir die Lautstärke regeln. Dann haben wir hier einmal Phase, bei mir läuft es auf 0. Subwoofer steht vorne, in der Regel ist es dann 0. Aber wer da noch ein bisschen experimentieren möchte, der muss halt die Phase vornehmen. So, dann haben wir hier noch die Crossover-Frequenz. Die habe ich bei mir komplett auf offen, weil der AVR die Frequenz, also beziehungsweise das Ganze übernimmt. Dementsprechend habe ich das hier auf offen stehen. Dann haben wir hier noch den Auto-Standby-Schalter. Dann haben wir einmal Line-In und Line-Out. Ja, mehr gibt es nicht zu sagen. Endstufe ist relativ klein und human. Also auch hier gibt es nicht wirklich was zu sagen und von der Verarbeitung her doch auch relativ gut und ordentlich verarbeitet. So, jetzt haben wir den Subwoofer wieder umgedreht. UVP vom Subwoofer sind 750 Euro, sagt der Hersteller. Bekommen tut man den für 570, 580. Wer den unbedingt haben möchte, kann sich auch gerne mal beim Oliver Kohlgraf, also beim Tele-Kohlgraf melden. Er vertreibt Sunfire, Warfordale. Und bevor ich mich hier wieder verspreche, und auch andere Lautsprecher und Hersteller. Der kann sich gerne mal bei dir melden, er wird euch einen sehr guten, attraktiven Preis machen. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal zur Messung und gucken mal, was das kleine Schätzchen so drauf hat. So, jetzt werden wir den Sunfire einmal vermessen. Wir messen von 20 bis 120 Hertz und schauen uns das Ganze mal an. Wie gesagt, wir messen erstmal den Subwoofer selber. Sprich, das Mikrofon ist direkt am Chassis. Und fangen wir an. So, hier haben wir das 30 Hertz. Ja, okay. Ab 28 Hertz fängt er langsam an abzusenken. Also sagen wir mal,
Hier fängt er an bei 25, 26 Hertz. Bei minus 3 dB. Sagen wir so, hier mal 94. 92. So, sagen wir mal so 24 Hertz bei minus 3 dB. Jetzt den Subwoofer selber gemessen, direkt am Chassis. Ja, ist ein bisschen laut. Ich will das Ganze mal ein bisschen höher ziehen, dass wir das Ganze noch ein bisschen besser sehen. So. Ja, relativ gerade, macht einen guten Eindruck. Hier fällt er langsam ein. Gut, ich habe jetzt keine Anbindung an den Frontlautsprechern. Das passt ja nicht, weil ich ja direkt am Subwoofer messe. Und ja, macht einen guten Eindruck, kommt relativ tief. 24 Hertz ist wie angegeben. Und dementsprechend werden wir das Ganze jetzt mal am Hörplatz messen, wie sehr er sich mit Room Gain macht. Ist auch ohne Einstellungen. Also ich habe Audacity, alles ist ausgeschaltet am AVR. Es ist der reine Subwoofer. So. So, jetzt messen wir es einmal am Hörplatz. Ah, ich muss ein bisschen lauter machen. Da ich das jetzt am Hörplatz mache, muss ich natürlich auch ein bisschen lauter machen. Und auch etwas größer messen. Ich bin mal bis 120 Hertz, bis 200 Hertz. Und dementsprechend messen wir mal. Natürlich wird es natürlich anders aussehen. Ja, also hier, das sind natürlich die, das ist natürlich Raum. Aber er kommt mit Room Gain nicht so tief. Ich habe hier 20 Hertz, also er fällt hier relativ schnell ab, wie auch angegeben bei 28 Hertz. Und hey, sagen wir mal, der Durchschnitt ist ungefähr hier. Muss ja ein bisschen jetzt den Durchschnitt sehen. Ja, so 24 Hertz jetzt hier gesehen. Aber er kriegt hier noch so einen Buckel nach oben. Deswegen werde ich mal ab 15 Hertz messen. Mal gucken, wie er sich da schlägt. Und skaliere mal auf 15 Hertz runter. Boah. Da hat er sogar hier unten... hat er eine ordentliche Pegel, ja. Also das ist natürlich geil. Also, wie gesagt, ne, er fällt hier ab, aber er spielt noch die tiefen 20 Hertz Frequenzen, spielt er noch linear weiter bis 15 Hertz runter. Ja, das ist ungeglättet. Ich habe hier keine Glättung drin. Und, ja. Doch, oder? Ne, jetzt habe ich geglättet. Jetzt kann man das Ganze mal so ein bisschen glätten. Jetzt kann man ungefähr sehen, einmal das Subwoofer selber und einmal mit Raum. Na, hier sind natürlich meine Schwierigkeiten. Hier ist meine Raummode bei 43 Hertz, die man hier so schön sehen kann, die auch relativ Spaß macht. Die ist nicht sehr ausgeprägt. Beim Bassreflex-Subwoofer habe ich hier eine ordentliche Überhöhung. Hier ist es noch relativ human. Ich sage jetzt mal, im Schnitt sind es hier 10 dB. Aber wie gesagt, es dröhnt nicht, es ist klar. Wie gesagt, ich habe natürlich auch ein paar Einstellungen, die ich hier absenke, um das Ganze noch ein bisschen präziser zu wirken. Aber er spielt von vornherein wirklich sehr, sehr präzise. Es ist ein sehr guter Subwoofer. Also er macht wirklich sehr viel Spaß. Ja, ich hoffe, ich konnte das jetzt hier so gut wie möglich hier rüberbringen. Wer den Part hier nicht mag, wer keinen Bock auf sowas hat, der kann natürlich vorspulen und sich oder zurückspulen und sich natürlich den Subwoofer mal in Aktion sehen. Ja. Das war es jetzt erstmal hier von meiner Seite bei der Messung und dann sehen wir uns beim Fazit. So, dann kommen wir mal zum Fazit vom SDS-12. Ein Subwoofer,
der wirklich, wirklich mega ist. Also hier gibt es wirklich nichts zu meckern. Also ich habe nichts zu meckern. Man könnte vielleicht meckern, dass das foliert ist oder so, aber das ist mittlerweile jeder Subwoofer. Alle wollen ein bisschen sparen. Aber wie gesagt, hier gibt es wirklich nichts zu meckern. Er kommt tief, er macht Pegel. Er ist mega präzise, also der Bass ist immer da. Ich weiß auch nicht warum, aber er regt den Raum verdammt gut an. Es liegt wahrscheinlich am Passivradiator. Irgendwas macht das, ja. Ich habe zum Beispiel mit dem CS12 oder mit dem Magnat CS12 oder mit dem PB2000 Pro echt Schwierigkeiten, ja. Da spielt der viel sauberer, viel besser, viel präsenter. Ich weiß gar nicht noch, was ich dazu sagen soll. Also dieser Subwoofer hat mich wirklich überzeugt. Aha-Effekt ist auf jeden Fall da. Klar, man sieht, er ist klein und guckt einen an und sagt immer, was geht denn jetzt hier ab? Und das kann er wirklich gut. Also ein Hersteller, den ich wirklich empfehlen kann. Ich habe damals die ganz teuren SVS gehört, die XTEQ12. Irgendwie heißen die. Und die haben mich damals schon so überzeugt. Allerdings kosten die auch eine Stange Geld. Und die konnte ich mir damals nicht leisten. Mal schauen, vielleicht kommt mal irgendwann mal so ein Subwoofer. Den werde ich euch natürlich dann auch vorstellen. Ja, meine Projekte in nächster Zeit sind jetzt auch mal wieder im Bereich Fernseher, TV, Monitorkalibrierung. Da kommen jetzt die nächsten Videos online. Ich werde euch den Sony 85-9505 mal vorstellen und auch mal kalibrieren. Da könnt ihr euch auch mal ein Bild von diesem Gerät machen. Also es ist ein 85 Zoll TV, den habe ich hier. Dann kommen noch diverse PC-Monitore. Dann werde ich euch auch im Bereich HiFi den Rekorn vorstellen, den neuen Rekorn-Verstärker mit den Bass-Shakern. Ich habe hier die IKEA Lindholt Couch und darunter habe ich 4 Körperschallwandler verbaut. Und da werde ich euch natürlich auch ein Video drüber machen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es war informativ genug. Es werden jetzt weitere Videos von mir kommen. Ihr könnt euch freuen. Ein Abo da, Glocke aktivieren, lohnt sich jetzt. Ich bin voll dabei wieder. Ich bin gesund. Und ja, wir können uns aufs nächste Video freuen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bleibt gesund und wir sehen uns dann im nächsten Video.